Im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen. Sie fährt allein und sie scheint hübsch zu sein. Ich kenne nicht ihren Namen und ich kenne nicht ihr Ziel. Ich merke nur, sie fährt mit viel Gefühl. Im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen. Ich möchte gern wissen, was sie gerade denkt. Hört sie denselben Sender oder ist ihr Radio aus? Fährt sie zum Rendezvous oder nach Haus? Will der blöde Kerl dahinter mir, nur ist sie nicht schön. Ich frag mich, warum überholt er nicht so weiches Haar. Der hängt nun schon eine halbe Stunde ständig hinter mir. Es dämmert schon und der fährt ohne Licht so schön mit 90. Der kann schon 100 Kilometer weg sein. Das bin ich froh. Mensch, war meiner Ente doch vorbei. Ich fühle mich richtig wohl. Will der mich kontrollieren oder will er mich entführen? Oder ist das blind zivil die Polizei? Da 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 da. Wie schön, dass ich heute endlich einmal Zeit habe. Ich muss nicht rasen wie ein wilder Stier. Ich träum so in Gedanken ganz allein und ohne Schranken und wünsch das schöne Mädchen wieder bei mir. Wird mir diese Sache langsam mulmig. Sieg ist gut. Ich war die allernächste Abfahrt raus. Es ist ein schöner Dort Tag. Werd ich mich verstecken hinter irgendwelchen Hecken. Verflucht, dadurch komm ich zu spät nach Haus. Bye bye, mein schönes Mädchen, gute Reise. Sie hat den Blinker an, ihr fährt sie ab. Für mich wird in 2 Stunden auch die Fahrt zu Ende gehen. Wenn man schon. Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen. Ich merke schon, sie fährt mit viel Gefühl. Unsere Uschi, Henry Valentino auch dabei. Dankeschön, liebe Uschi.